Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf Panobi. Heute meine Pixel Submission ist zurück. Und zwar, es handelt sich hierbei um eine 8-Bit Bestellung. Und wir haben in dem Paket ganze zwei Games. Das sind beides Game Boy Color Spiele. Und ich bin mal echt mega gespannt, was wir da haben. Crates habe ich noch nicht eingesehen. Bin ich mal mega gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, diese Games in den Händen zu halten. Eins davon ist auf jeden Fall von meiner Kindheit. Als Zip Crating so viel im Voraus. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und schauen einfach mal, was da jetzt zurückkommt. Habe ich den Kollegen mal zur Seite gekippt. Und jetzt schauen wir mal, sehen wir schön die Games hier raus. Also wieder 1A verpackt. Also wirklich. Da kann einfach nichts passieren. Hier haben wir zwei Game Boy Color Spiele, müssen das sein. Dann schauen wir mal. Also verpackt, wie gesagt, 1A. Ah, okay. Ich hatte hier diese härteren Hüllen drin, um die Games herum, wo ja viele auch eigentlich von abraten. Aber ich habe diese trotzdem verwendet, vor allem für mein Game, was ich halt noch von der Kindheit habe. Das ist das hier, das lege ich einfach zur Seite. Wir widmen uns dann erstmal dem hier. Sehr schön, der eine oder andere wird schon erkennen. Wie gesagt, die Crates noch nicht eingesehen. Wie man sieht, italienisches Yu-Gi-Oh! Das dunkle Duell. Und eine 85 plus. Mega. Mega. Ist zwar italienisch, aber dafür sealed. Mega, gefällt mir. Holen wir es einmal aus der Polybag raus. Richtig, richtig schön. Ist halt schade, dass die italienische Version ist, aber wir haben hier oben stehen Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories, paar italienisch, also das hier passt auch alles und einfach mega nice, sealed zu haben. Italienisch ist halt für mich auch nicht so extrem schlimm, meine Frau ist Italienerin, dementsprechend halt meine Kinder halt italienisch und haben halt auch Verwandtschaft dort. Deswegen habe ich halt mit italienischen Games auch echt kein Problem. Und ich bin hier wirklich mega, mega begeistert. Wir kommen dann gleich auch noch dann zu einem Vergleich. Dazu dann gleich mehr. Jetzt geht's an mein Zip-Game, mein Kindheitsspiel. Es schimmert schon durch, man kann schon erahnen, was es ist. Ja, man sieht auch die etwas harte Delle, aber wie gesagt, es ist aus der Kindheit, ist immer noch meins von damals, weil ich selbst gespielt habe und ich würde sagen, wir drehen das Ganze mal um. Die silberne Edition, complete in box, in einer 70. Es war mir auf jeden Fall klar, dass es keine Top-Bewertung bekommt, weil es halt eben mein Spiel aus der Kindheit ist. Wie man sieht, hier haben wir einen schönen Kratzer, eine Delle. Hier haben wir auch so ein bisschen, ja, ein Touch. Aber die Front an sich ist jetzt nicht so extrem schlimm. Also es sieht auf jeden Fall im Regal dann mal ganz gut aus. Ich packe es jetzt mal aus der Polybag. Ziehen wir es einmal aus, machen es einmal nackig. Und hier ist die pure Schönheit. Die Silberedition. Wie gesagt, es war mir auf jeden Fall klar, dass es nicht ein Top-Crate bekommen wird, aber es ist dafür halt mein Game von früher in einer kompletten Box-Version. Ich bin einfach froh, mein Spiel von damals jetzt nochmal schön geschützt zu haben, dann auch noch bewertet. Wie gesagt, das Crate war mir hier wirklich zweitrangig. Schön ist das noch eine 70, und ich habe sogar schon mit einer 60 gerechnet oder noch schlechter. Wie gesagt, wäre mir aber dann wirklich egal gewesen, was für ein Crate. Bei dem Spiel war es mir wirklich einfach egal. Ich bin einfach froh, es ist in einem Case von Pixel
in meiner Sammlung zu haben. Und jetzt gehen wir rüber zum Vergleich. Dann haben wir hier nochmal unter Yu-Gi-Oh! Von Pixel gecreatet. Das Ganze habe ich ja auch nochmal in einer Complete in Box Variante. Die Cases unterscheiden sich hier wirklich minimal. Hier steht es ungefähr 1 cm über, wegen dem Schwebeeffekt einfach. Aber ja, ansonsten ziemlich schick. Beide Games, das ist mein Game aus meiner Kindheit, das Complete in Box Crate. Hier ist mal sealed. Und ja, ich bin halt wie gesagt immer noch auf der Suche auch in Deutsch sealed. Also wenn da jemand irgendwas findet oder sieht, gerne mal anschreiben auf Instagram. Würde mich auch mega freuen. Das sind mal die beiden so im Vergleich. Einmal in die Abfrage rein und schauen dann einmal als erstes vielleicht, was denn eben das Yu-Gi-Oh! Im Game Report so sagt. Und dann haben wir hier das Yu-Gi-Oh! Game Boy Color 2003, 85 plus, und hier haben wir die Remarks. Italienisch, das Distributor, dass er Italienisch, den Importsticker ist hier alles mit drauf vermerkt. Hier haben wir einmal das Bild von dem Spiel an sich. Und hier haben wir einmal die Pre-Creating Pictures. Richtig, richtig schön. So soll das sein. Richtig schön. Richtig geiler Service, den da Pixel mit anbietet. Das einfach mit im Preis mit drin ist, dass man hier immer einen Überblick hat, genau nachschauen kann, die Vorher-Nachher-Bilder, wirklich 1A. Gehen wir ins nächste, dann gucken wir einmal, was das Pokémon-Spiel für ein Game Report besitzt. Und da haben wir hier Pokémon Silberne Edition, das ist ja ein Complete Box Game. Wir haben hier die Box 70, die Karte hat 75, Manual hat 80. Die Remarks, was halt alles hier mit drin ist, Game Boy Custom Information, Flyer, die Epilepsie-Warnung ist auch mit drin. Dann haben wir hier einmal die Post-Creating-Bilder, richtig, richtig schön, einfach das Cover, wie gesagt, hier diese eine Stelle, das ist halt ärgerlich mit dem Rest, aber da kann man nichts machen. Ist aber, wie gesagt, ist ja auch mein Game aus der Kindheit. Dann gehen wir mal runter in das Pre-Creating. Hier haben wir schön Vorder- und Rückseite von allen Beilagen, die eben mit drin sind. Wie gesagt, ist alles von damals genauso, wie ich es hatte. Und einfach mega schön. Gefällt mir zu wissen, dass das hier jetzt schön gecreated in einem Pixel Case ist. Gefällt mir. Ja, das war meine Games aus meiner 8-Bit-Submission von Pixel. Ich bin mega froh, die beiden Games wieder zurück zu haben. Ich bin mega zufrieden, wie es aussieht. Das Label funktioniert einfach. Das Label passt einfach super zu den Game Boy Color Spielen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und ja, lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Über ein Abo und ein Like würde ich mich mega freuen. Kommentar, wie gesagt, lasst mir eure Meinung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.